Hallo, meine Lieben. Ja, was soll ich euch sagen? Vor ein paar Tagen waren es draußen noch 30 Grad. Ja, und heute möchte ich mit euch schon über Weihnachten sprechen. Beziehungsweise ist bei mir gestern der neue Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up! Angekommen. Und den möchte ich mal ein bisschen mit euch durchblättern. Da sind nämlich tolle Sachen drin. Also ich habe mir schon einiges gemerkt, was ich gern haben möchte. Ja, hier einmal das Cover. Und dann geht es hier schon los mit einer Box, wo zwei Stempelkissen drin sind, ein Acrylblock, so eine Handstanze und dann diese sechs Stempel hier. Ja, ich weiß nicht, ich mag diese Handstanzen sowieso immer total gerne, weil das immer so rucki-zucki geht. Aufstempeln, klack, einmal das Ding in die Hand, einmal drücken und fertig hat man was. Ich mag das sehr. Mal gucken. Auf der nächsten Seite haben wir hier ein paar schöne Sprüche. Das Ganze gibt es als ein Set mit so einem Prägeteil. Ja, finde ich auch ganz schön. Ist immer nett, wenn man so ein paar Sprüche hat. Wobei mich das persönlich jetzt nicht ganz anspricht, aber ich lasse jetzt hier meine Meinung auch mal so ein bisschen raus. Ich zeige es euch einfach nur. Hier haben wir solche Handstanze für solche Lichter, dass man so eine Lichterkette quasi machen kann. Dazu ein passendes Stempelset. Auf der nächsten Seite dieses Set hier. Und ihr seht schon hier oben ein Merker. Das Ganze auch in einem Set, einmal mit Stanzteilen. Diese hier. Da hat man dann eben verschiedene ja, Rentiere oder Hirsche oder was das sein soll. Also für mich sind es eher Hirsche als Rentiere. Ich glaube, Rentiere sind wesentlich kräftiger von der Statur her. Finde ich aber sehr, sehr schön. Und hier bei den Stanzteilen dann hier nochmal so ein Springen da dabei. Seht ihr hier auf dieser Karte, finde ich sehr schön. Und dieses Set gefällt mir sehr gut und auch die Sprüche finde ich sehr schön. Hier haben wir was mit Weihnachtskugeln, auch wieder mit einem Framelit-Set. Hier drüben haben wir dann so ein bisschen Schlitten und ach hier, das, wie heißen die denn? Solche Schneeschuhe irgendwie sind das, glaube ich. Auch wieder als Set mit passenden Framelits dazu. Dazu kann man hier noch Karten und Umschläge sich kaufen. Auf der nächsten Seite haben wir dieses Set hier. Und dazu seht ihr schon, gibt es einige Papiere. Sogar eine Vintage-Keksbox für Karten. Oder Blechdose für Karten. Für mich sind das immer Keksdosen, diese Blechdinger. Wo man dann Karten reinpacken kann. Finde ich auch sehr schön. Dann stauben die nicht so ein. Hier haben wir ein englisches Set. Und dazu dann unsere Stampin' Blends zum Ausmalen. Hier eins mit Kindern. Ein Schleifenset, also diese Schleife, wenn die hier so ausgestanzt ist, finde ich die sehr, sehr schön. So fand ich es jetzt, hat es mich jetzt nicht so mega angesprochen, aber wenn ich das hier auf dem Denkst du, finde ich es doch wieder sehr schön. Ja, so ist das immer, ne? Dann hat man hier eins, das sieht dann so ein bisschen aus wie gestickt. Finde ich auch ganz cool. Hat man anscheinend so drei Steps und dann hat man eben diesen Weihnachtsbaum oder so eine Weihnachtskugel, die dann aussehen, als wenn sie gestickt wären. Ja, eine coole Idee. Ja, dieses Set hier, das hat es mir auch angetan. Und ja, ihr seht hier schon so ein paar Vorschläge, wie man es machen kann. Dann hat man hier dieses Stempelset mit den Framelits, entweder einzeln oder als Set. Dann gibt es hier nochmal besonderes Designpapier. Muss ich mal gucken, 12x12 Inch. Dann gibt es hier so Weihnachtssäckchen, also so Jütesäckchen, denke ich, sind das. Hier haben wir ein paar Lackakzente, Glitzersteinchen, Tannenbäumchen, Schneeflocken und solche Geschichten.
Farbkarton. Natürlich zu Weihnachten passend in Grün und Rot. Eine Kordel. Hier nochmal ein paar Strasssteinchen und noch ein Geschenkband. Ja, ein sehr schönes Set. Kann man auf jeden Fall richtig schöne Sachen draus machen. Kommt auf der nächsten Seite gleich noch ein bisschen was, wo das Set auch noch so ein bisschen in Kombination mit diesem hier verwendet wird. Und hier seht ihr, ist so eine Handstanze. Hat man einmal hier diese Stempel, hier so als Hintergrundstempel zum Beispiel, auch ganz cool mit diesem Ho, Ho, Ho. Froh und munter, jawohl. Und ja, dann eben hier diese Zuckerstangengeschichte, wo man verschiedene Zuckerstangen machen kann. Ja, das finde ich auch ganz süß hier. Fröhliche und zuckersüße Feiertage. Ist auf jeden Fall eine süße Idee. Und da gibt es dann noch eine Erweiterung. Und zwar gibt es dazu noch ein Kartensortiment und Umschläge. Und auch die Karten sind sehr schön. Und hier haben sie von dieser Karte hier einfach diese Dinger hier ausgeschnitten. Und die krabbeln hier den Wagen hoch. Finde ich auch ganz süß. So, als nächstes. Also ihr merkt, es geht nicht, die Meinung rauszulassen. Man versucht es zwar, aber es klappt nicht. Hier haben wir wieder ein Set, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Auch wieder mit passenden Framelits dazu. Hier ist halt auch so eine schöne Eckenstanze noch da drin, wo man dann hier noch so ein bisschen so solche, ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt. Ich habe sie im Garten, ich dekoriere damit auch zu Weihnachten immer, aber ich vergesse leider immer, wie die heißen. Aber damit hat man hier halt auch noch so verschiedene Eckenteile. Auch sehr schön. Hier ein etwas lustiges Set. Ja, fand ich auch ganz cool. Auch mit den Sprüchen, die hier so drauf sind. Sehr nett gemacht auf jeden Fall. Hier oben eher ein bisschen klassischer. Und hier hat man anscheinend ein Stanzteil und dann hat man gleich mehrere Anhängerchen. Das finde ich auch eine super Idee. Also einmal durchkorbeln und dann hat mehrere Anhänger und kann die für verschiedene Geschenke benutzen. Ja, coole Idee. Auch wieder ein bisschen klassischer. Und hier haben wir zwei Sets, die ja ein bisschen, also hier unten ein bisschen christlich angehaucht. Sehr schön für mich auf jeden Fall. Und auch hier oben und auch den Engel finde ich wunderschön, wenn der aufgestempelt ist. Hat so einen Vintage-Touch. Finde ich sehr, sehr schön. Und ihr seht hier schon was. Das, da kommt aber später noch mehr. Also das kommt später noch genauer, wird das gezeigt. Ja, auch dieses Set hier finde ich super, super schön. Und ich finde auch, das kann man auch nicht unbedingt nur zu Weihnachten, sondern das kann man auch fürs ganze Jahr nehmen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Und auch die Bäume finde ich sehr, sehr schön. Und auch hier, wenn ihr das mal seht, auf der Karte hier mit diesen Hintergrundstanzen, so ein bisschen in 3D gearbeitet, sieht sehr, sehr schön aus. So, hier haben wir auch wieder ein tolles Set mit einer Handstanze. Entschuldigung. Mit Designpapier. Hier haben wir Glitzerpapier. Ein Bändchen und hier noch ein paar Schneeflöckchen als Draht gebunden und dazu eben so ein Set, so ein bisschen mehr für den Advent noch. Ja, und auch damit, wie ihr seht, kann man super schöne Sachen machen. Hier haben wir auch wieder eher ein bisschen klassischer. Ja, hier kommen dann die englischen Sachen, mit denen kann ich persönlich ja immer nicht wirklich viel anfangen. Hier haben wir Stempel, wo dann im Voraus was geschickt werden kann und dann eben erst später geöffnet werden soll. Zum Beispiel erst am 24. öffnen, wenn man möchte, dass derjenige das tatsächlich zu Weihnachten schon hat und man aber nicht hin kann zum Beispiel, dann ist es sowas immer sehr schön, finde ich. Auch zum Beispiel für Adventskalender, wenn man die verschickt. Und dann das letzte Päckchen, was wirklich erst am 24. und dann so ein Stempel drauf, finde ich immer sehr schön. Ja, Geschenk vom Nikolaus, nur für dich. Ja, und hier hat man schon
Wünsche werden wahr. Finde ich auch ganz cool. Diesen Stempel kann man auch wirklich fürs ganze Jahr benutzen. Passt auch gut zum Geburtstag oder so. Ja, auch hier noch ein paar schöne Sprüche und so ein bisschen Deko-Element. Und dazu eben so ein Kartenset. Und hier, die sind hier so ein bisschen eckig unten. So abgeschrägt, ist auch mal eine coole Idee. Dann hat man das hier quasi schon so vorgegeben. Und hier haben sie das dann noch beklebt oder bemalt mit irgendwas. Ja, sehr schön. Wir kommen zum nächsten Set. Hier sind dann nochmal die einzelnen Marker von den Stampin' Blends mit aufgeführt. Hier haben wir ein sehr schlichtes Set. Aber guck mal, die Schleife, die sieht wirklich toll aus. Die sieht wirklich aus, als wenn die so ein bisschen durchsichtig wäre. Ja, sehr, sehr schön. Die Schleife gefällt mir sehr gut. Der Blumenstrauß mag ich, den Blumenstrauß mag ich auch. Und bei diesem Set ein paar schöne Blümchen mit ein paar Sprüchen. Dazu wieder ein schönes Designpapier, besonderes also Farbkarton, der besonders gut dazu passt. Ein Framelit-Set dazu. Und hier unten haben wir noch so einen, was ist das, Schimmner? Buchsbaumkranz. Ja, sehr schön. So, hier haben wir dann so ein paar Weihnachtsmänner. Auch ganz süß, leider wieder in Englisch. Und hier unten haben wir Glanzfarben. Und diese kann man nicht nur auf die Stempel aufbringen und mit Stempeln, sondern man kann die auch auf Stoff zum Beispiel stempeln, also auf diese Jütesäcke. Also nicht nur auf Papier stempeln, sondern eben auch auf Stoff und dann mit dem Heißluftföhn fixieren. Säurefrei und ungiftig. In Kupfer, in Champagner, in Frosted Weiß und in Gold finde ich sehr schön. Die möchte ich auf jeden Fall haben. Ich mag das immer, diese gerade Kupfer finde ich sehr schön, wenn das so schimmert. So, hier haben wir noch ein paar schöne Sprüche. Und auch sowas hier als Hintergrundstempel finde ich immer ganz cool. Das gibt es als Set mit so einer Stanzform. Ach Quatsch, stand schon zu mal Prägematte. Ja, und die Sprüche sind auch wieder sehr schön. So, hier haben wir wieder etwas Englisches. Hier haben wir so eine Landschaft mit einem tanzenden Pärchen und ein paar Schlittschuhen und hier so einen Wagen, wo der Tannenbaum schon drauf ist. Finde ich sehr schön für so eine etwas auf alt gemachte Karte. Also so in diesem Stil hier zum Beispiel. So wie die. Sehr schön und ausgemalt sieht es dann auch wirklich schön aus. Aber leider, wie Sprüche in Englisch, das ist immer, wäre schön, wenn es die auch in Deutsch dann geben würde. Ja, auch hier ein englisches Set und bei dem hier bin ich echt noch. Es ist, die Eule ist so schön, ne? Die Eule ist wirklich schön gemacht und auch dieser Ast. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Und auch dazu wieder ein passendes Framelit-Set. Ein paar schöne Sprüche. Hier haben wir etwas, was auch so ein bisschen noch in andere Zeiten hineinpasst. Finde ich zumindest. Also ich finde, das ist jetzt nicht gerade zwingend Weihnachten, wenn das nicht sogar mehr auf den Herbst abgestimmt ist, würde ich mal behaupten. Und auch hier wieder schön für Vintage-Karten mit diesen alten Kannen und ein paar Blümchen obendrauf. Hat man früher ja viel gesehen, so vor den Türen, dass dann ne, solche alten Kannen standen. Und in Spanien sieht man sowas übrigens heute immer noch. Mal so nebenbei. Und auch hier unten wieder schöne Ergänzungsteile, die man dazu kaufen kann. Metallic-Papier zum Beispiel in Zinkoptik. Ja, finde ich auch ganz cool. Da kann man natürlich hier cool diese Dinge, aber ja, gut, muss man dann ausschneiden. Hier ist jetzt kein Filament, aber das macht ja nichts. So, auch hier wieder eher für die ältere Generation, würde ich sagen. Also meinen Schwiegereltern würde das hier mit Sicherheit sehr gut gefallen.
Ja, ausgemalt sieht es auch wunderschön aus. Und leider wieder in Englisch. Und hier nochmal ein bisschen herbstliche Geschichten, auch wieder mit einem Fremnitz-Set. Ja, das finde ich hier auch eigentlich ganz cool, wo man das nicht so ganz genau auf den ersten Blick erkennt. Und irgendwie, wenn ich das richtig sehe, sind, ist das auch wieder so ein Stempel, den man mehrfach stempeln muss, damit es am Ende dann eben so aussieht. Und dann ist es halt so schön bunt. Ja, finde ich auch, wenn es dann fertig gestempelt ist, wirklich sehr, sehr schön. Wieder ein Set in Englisch. Und hier haben wir nochmal ein Ergänzungsset zu dieser Handstanze, was wir ja vorne auch schon mal hatten. Und da haben sie sich gleich noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Ostern, ja, dann so die winterliche Zeit. Und fürs ganze Jahr und Halloween ist auch noch mit abgedeckt und natürlich Weihnachten noch mal extra. Ja, sehr schön ist man auf jeden Fall in seiner Kreativität auch wieder sehr frei. Und ja, auch die Stempel, die hier drauf sind, finde ich auch richtig süß. Und so kann man die Handstanze auch gleich wieder noch mal für ein bisschen was anderes auch benutzen. Und ihr seht es schon hier auf den Karten. Entweder man könnte jetzt zum Beispiel den auch schön frei, dass er so sich bewegt quasi, dass man nur unten diesen Schnibbel dann festklebt, da unten drunter, und dann hat man, kann sich der Pinguin an sich oben noch bewegen und man hat das Ganze eben zack, ganz schnell ausgestanzt, einfach nur mit der Handstanze klack, einmal ausgestanzt, fertig. Oder man macht es tatsächlich als Deko-Glühbirne, indem man unten dann eben hier diesen Drehverschluss quasi noch mit drauf stempelt. Ja, finde ich cool auf jeden Fall. Das ist echt eine Überlegung. Und ja, wie gesagt, Handstanzen sind total mein Ding. Ja, jetzt kommen wir zu einem Set, was ich wirklich schön finde. Und zwar ist das dieses hier, ein Halloween-Set. Ihr wisst, ich stehe nicht so wirklich auf Halloween eigentlich. Und ja, es ist auch noch in Englisch. Und trotzdem finde ich es irgendwie total schön. Also ich mag diese kleine Hexe hier. Und ich finde den Kessel total cool. Ja, das hat es mir so ein bisschen angetan. Und auch hier, wenn ihr seht, hier diese Karte, wo sie dann hier diese Spinnengewebe so draufgeklebt haben, finde ich voll cool. Und man hat eben hier in diesem Framelit-Set hat man dann diese ja, Spinnenweben, wo man die dann noch mit ausstanzen kann. Ich finde es cool, ist Geschmackssache. Und da hat man so eine Metallicfolie dabei, hier wieder so ein ausgewähltes Set von Farben, was gut dazu passt. Und ein Designpapier auch noch mal extra dazu. Stamping Blends, die gut passen, um die auszumalen. Ja, und eben noch ein paar andere Deko-Elemente und hier so eine Donutschachtel. Jo, auch hier geht es noch mal so ein bisschen um Halloween. Ja, ehrlich gesagt, mit den Stempeln kann ich so gar nichts anfangen, weil sie wieder auf Englisch sind. Was aber cool ist, ist hier diese Stanzteile. Und da kann man, wenn ich das richtig sehe, so eine Art Sarg mitmachen. Ich sehe es hier leider nirgendwo vorgefertigt, aber für mich sieht das hier aus, als wenn das hier so eine Art Sarg sein soll. Ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht ist es auch einfach nur so eine kleine Schachtel. Acht Stanzformen. Schachtel. Aha, das ist dann anscheinend eine Schachtel. Und die ist 5,4 mal 4,4 mal 5,1 cm zur Verwendung mit der Big Shot. Okay, das ist also eine Box und nicht so ein Sarg. Das sah für mich erst aus wie so ein Sarg. Und ich habe mich schon gewundert, wie klappt man das dann um? Aber es ist eine Box. Okay. Gut, ja, aber mit 5,4 mal 4,4 mal 5,1 hat man auch ein schönes Maß, wo man mal eine schöne Kleinigkeit reinpacken kann. Okay, so habe ich wieder halb Unsinn erzählt hier, aber naja, lesen, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Und auch nochmal hier ein Set für Halloween. Ja, und das war's auch schon. Und hier haben wir dann wie immer unsere Informationen, wie viel man eben spart ab einem bestimmten Partyumsatz oder Bestellwert, wie auch immer.
Und hier dann einmal die Info zum Einsteigen und was es da eben Besonderes gibt, was für ein Angebot man bekommt, wenn man eben sich entscheidet, selbst Demonstratorin zu werden. Das ist hier auch noch mit drin. Ja, und das war es auch schon. Ach nee, hier hinten haben wir noch so für Gastgeberinnen, wer dann solche Partys macht. Ihr wisst, ich mache ja diese Partys nicht. Da kann man dann sich nochmal sowas aussuchen. Ich glaube, das funktioniert ab einem bestimmten Bestellwert, aber ehrlich gesagt bin ich da jetzt überfragt, weil ich mich darüber noch überhaupt nicht informiert habe. Ja, weil ich das eben nicht vorhatte, solche Partys zu machen, und deswegen habe ich mich damit auch nicht wirklich beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich nehme aber stark an, dass das so sein wird, dass man als Gastgeberin, wenn man einen bestimmten Partyumsatz hat, sich das dann aussuchen kann. Für eine Party mit Mindestumsatz winken Shopping-Vorteile, die sie... Ach so, ja, okay, das ist die Geschichte. Jetzt weiß ich es, also weiß ich es doch. Wenn man einen bestimmten Bestellwert hat, dann bekommt man eben Shopping-Vorteile. Und zwar teilen die sich hier so auf. Ab 200 Euro bekommt man dann eben 10%. Also dann kann man sich was für 20 Euro aussuchen und so weiter. Und das staffelt sich dann halt, umso höher der Bestellwert quasi ist, umso mehr kann man sich dann aussuchen. Und diese Sachen hier kann man sich nur für diese Shopping-Vorteile holen. Also man kann die quasi nicht kaufen, sondern dann eben nur über diese Shopping-Vorteile bestellen. Ja, genau, das war's. Ich weiß es doch. So, hier hinten nochmal, und ihr seht mich schon voll gekleckert hier. So, was haben wir denn da eigentlich mit mir? Was haben sie das denn gemacht hier? Ach, das ist dieser Tannenbaum, dieses Tannenbaum-Set gewesen, was ich so schön fand. Ja, ihr Lieben. Das war schon ein bisschen Vorstimmung auf Weihnachten. Ja, ich werde definitiv einiges aus diesem Katalog mir bestellen. Wahrscheinlich nicht alles auf einmal, was ich mir hier da angekreuzt habe und jetzt beim Durchgucken mit euch gemeinsam auch nochmal entdeckt habe. Das ist das Problem bei diesen Katalogen. Umso öfter man sie sich anguckt, umso mehr entdeckt man, was man wirklich schön findet. Okay, jetzt habe ich aber genug gesabbelt für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald. Tschüss.